stört mich. Ich glaube, dass das nicht zum Stadtbild passt. Die könnten arbeiten, aber die wollen nicht. Also glauben Sie schon, dass ein organisiertes Verbrechen hinter dem Ganzen steht? Definitiv. Sie kennen eigentlich ja nichts dafür, weil Sie werden ja selber nur geschickt. Also da steckt ja ganz was anderes dahinter. Eine Mafia, ja genau. Aber ich denke schon, dass es welche gibt, die dahinter stehen und die in die Städte schicken schon. Ich glaube, viele, die betteln, die haben das auch nicht nötig. Wir können nicht hinnehmen, wenn Menschen, die ohnehin nichts haben, wie Schwerverbrecher behandelt werden. Die Jungen Grünen Salzburg fordern Solidarität und Verständnis statt Hass und Unwahrheiten. Der Mensch, der am Boden sitzt den ganzen Tag und krank ist, hat nichts. Medikamente. Inima. Es ist ja wohl jedem freigestellt, was er mit seinem Vermögen macht. Ja, die sollen betteln, weil die sind so arm. Die haben echt leid und ich habe immer voll das schlechte Gewissen, wenn ich da einfach nur vorbeigehe. Die arme Leute und das, was wollen sie machen? Bekämpft die Armut, nicht die Armen.